Wenn hier bald alles untergeht, können wir zumindest sagen, wir sind nicht allein. Vor uns sind schon unzählige Gesellschaften untergegangen. Warum gehen riesige Imperien unter? Wieso zerstören manche Gesellschaften ihre eigene Lebensgrundlage? Und ist die Apokalypse unabwendbar? Der amerikanische Evolutionsbiologe Jared Diamond hat dies und andere Fragen in seinem Buch Kollaps untersucht, warum Gesellschaften überleben oder untergehen. Um seine Thesen geht es in meinem heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute geht es also in Runde 3 unseres Themas des Monats April, Zivilisation und Kultur. Wir hatten ja letztens Sigmund Freuds Unbehagen in der Kultur und dann Norbert Elias über den Prozess der Zivilisation. Und nächste Woche geht es dann noch um die Frage, ob es einen Kampf der Kulturen gibt. Unterstützen könnt ihr das Ganze natürlich gerne auf Patreon. Ab einem Euro im Monat könnt ihr die Themen der nächsten Wochen, der nächsten Monate mitbestimmen. Und ihr bekommt exklusive Videos und Fotos von mir. Also, what are you waiting for? The bus? No, you're not. Yes, I am. Then why aren't you wearing pants? Damn, you're good. Das Computerspiel, mit dem ich wahrscheinlich die meiste Zeit in meinem Leben verschwendet habe, war sicherlich Civilization, Sid Meier's Civilization, von der ersten Version auf dem Amiga 500 Anfang der 90er Jahre bis heute. Das Motto des Spiels, der ersten Version, war damals Build an Empire to stand the test of time. Und wenn man es dann nicht geschafft hat, wenn dein Imperium also vorher besiegt wurde, weil du wieder versucht hast, alle anderen Kulturen gleichzeitig anzugreifen und die Weltherrschaft an dich zu reißen, dann gab es zum Schluss einen Screen mit im Sand verstreuten Zeugnissen einer untergegangenen Kultur, sowie die Hand der Freiheitsstatue in Planet der Affen. Ein kümmerlicher Trost, und zitiert wurde dann das berühmte Gedicht Ozymandias von Percy Shelley. Das wird auch in der 5. Staffel von Breaking Bad von Walter White dann zitiert. Ein sehr berühmtes Gedicht, und in dem Gedicht geht es um einen Wanderer in der Wüste, der auf ein zerfallenes Monument des einstmals mächtigen König Ozymandias trifft. Nur noch die steinernen Beine und ein zerstörtes Gesicht sind übrig geblieben. Und auf dem Sockel steht die Schrift: Mein Name ist Ozymandias, aller Könige König. Seht meine Werke, Mächtige und verzweifelt. Nichts weiter blieb. Ein Bild von düsterem Grame dehnt um die Trümmer endlos, kahl eintönig die Wüste sich, die den Koloss begräbt. Percy Shelley, Ozymandias. Nun, es geht also um die Frage, was bleibt? König Ozymandias war sich offenbar ziemlich selbstsicher seiner eigenen Machtfülle und seiner Unsterblichkeit, aber heute ist eben nicht mehr viel von ihm da als ein paar Ruinen. Nothing beside remains. Alle Macht ist vergänglich, nichts übersteht die Prüfungen der Zeit. Kein menschliches Werk, kein Reich, kein Staat und keine Kultur. Man kann sich so mächtig und selbstsicher fühlen, wie man will, auch als Supermacht, auch als überlegene Kultur, alles ist dem Untergang geweiht. So zumindest die Aussage dieses Gedichts. Aber warum? Welche Faktoren tragen dazu bei, dass eine Kultur untergeht? Die These in Jared Diamonds Buch Kollaps lautet: Sehr viele Gesellschaften sind bisher in der Menschheitsgeschichte untergegangen, weil es ökologische Faktoren gab, die sie dazu getrieben haben. Und schuld waren vor allem drei Aspekte: massive Umweltschädigung, Überbevölkerung und schließlich der Klimawandel. Nun, daneben gab es natürlich auch noch weitere Faktoren. Es gab auch noch den Fall, dass Handelsbeziehungen mit Nachbarvölkern abgebrochen sind und dass äußere Feinde in die Gesellschaft eingebrochen sind. Es geht also nicht um Kulturen in diesem Buch wie das alte Griechenland oder den Fall von Rom, sondern es geht um Kulturen, die aus ökologischen Gründen zusammengebrochen sind, wie zum Beispiel die Anasazi-Indianer in Nordamerika, die Mayas, die Wikinger auf Grönland und die Polynesier auf der Osterinsel. Die Osterinsel.
Die Osterinsel Rapa Nui wurde um 900 nach Christus von polynesischen Völkern besiedelt und irgendwann zur Blütezeit lebten dort an die 15.000 Menschen. Aber als die Europäer 1722 zum ersten Mal auf der Insel ankamen, waren es nur noch wenige tausend und diese heute berühmten Steinstatuen, die Moai, waren allesamt umgestürzt und teilweise zerbrochen. Es gab keinen Baum, der höher als 3 Meter war auf der Insel. Und heute kann man durch Pollenanalyse und Radiokarbonmessungen feststellen, dass die Insel früher eben von einem sehr artenreichen Wald bedeckt war. Hauptursache für das Waldsterben, sagt Diamond, war der Raubbau durch die Rapa Nui, also durch die Einwohner. Die Steinstatuen mussten aus Prestigegründen immer größer werden und da man zum Transport der Steinblöcke Holz verwendet hat, rodete man nach und nach den gesamten Waldbestand. Das führte natürlich zu Bodenerosion durch Regen und Wind. Auch die Fauna nahm immer mehr ab. Weniger Bäume, weniger Vögel, weniger Fressen für andere Tiere. Und schließlich waren nicht einmal mehr Bäume vorhanden, die groß genug gewesen wären, um daraus seetüchtige Kanus für den Hochseefischfang zu bauen. Die Folge waren dann natürlich Hungersnot, bürgerkriegsähnliche Zustände und sogar Kannibalismus. Es ist also ein fataler Kreislauf von Waldrodung, Bevölkerungswachstum, Erosion, Niedergang, Auslöschung und dann Dezimierung. Dezimierung der Kultur und Untergang der Kultur. Die Osterinsel ist das eindeutigste Beispiel für eine Gesellschaft, die sich durch übermäßigen Raubbau an der Natur selbst zugrunde gerichtet hat, sagt Diamond. Es gibt allerdings auch heute Forschungen, die nahelegen, dass unabsichtlich eingeschleppte Ratten an den Nüssen der einheimischen Palmenarten genagt haben und so den Reproduktionszyklus der Bäume unterbrochen haben und für die Entwaldung dann verantwortlich waren. Das ist eine alternative Theorie, die Diamond entgegensteht. Ähnliche Entwicklungen wie die von Diamond skizzierten auf der Osterinsel gab es dann auf den Pazifikinseln Pitcairn, Henderson und Mangareva. Auch die Kultur der Anasazi-Indianer im Chaco Canyon in New Mexico in den USA ging auf ähnliche Weise unter. In den Jahren 600 bis 1200 nach Christus war dieser Canyon eine Oase mit Wasser, mit Wäldern. Die Anasazi hatten ein sehr klug angelegtes Bewässerungssystem, aber auch wieder alles gerodet und für Brennstoff, für Bauholz, alles aus dem Gleichgewicht gebracht. Mit den Wäldern verschwand das Wild und zum Schluss fingen die Anasazi Mäuse, köpften sie und verschlangen den Körper, ein bisschen so ähnlich wie im sozialistischen Venezuela des 21. Jahrhunderts. Nun, die Polynesier auf den Osterinseln waren offenbar so sehr von Gier nach mehr getrieben. Die Steinstatuen mussten immer größer werden. Und dass diese Gier dann letztendlich die Ursache für ihren Untergang war. Man sieht hier schon, welches Narrativ Diamond bedient. Böser, gieriger Mensch schaufelt sich sein eigenes Grab. Jetzt muss man natürlich sagen, da wir keine Aufzeichnungen der Rapa Nui auf den Osterinseln haben, ist es schwer zu sagen, ob es wirklich Prestigegründe waren, die sie dazu trieben, ihren Wald zu roden. Aber noch viel wichtiger, was wäre, wenn es einem der Rapa Nui eingefallen wäre, dank seiner Gier und dank seinem Statusbestreben, dank dem Wettbewerbsdruck, eingefallen wäre, ein Rad zu erfinden, das Rad zu erfinden. Er hätte wahrscheinlich damit eine Unmenge an Ressourcen gespart. Sein Businessmodell hätte sicherlich Nachahmer gefunden, weil er mit weniger Aufwand ein besseres Ergebnis erzielen konnte, also sozusagen Wirtschaftswachstum. Vielleicht wäre dann genug Holz für größere Schiffe übrig gewesen und die Polynesier hätten sich dann von ihrer Insel aus verbreiten können, ein anderes Land entdecken können mit größeren Schiffen, sich ausbreiten, größer werden, wachsen, aber eben diesmal im positiven Sinne das Wachstum, das ihren eigenen Untergang verhindert hätte. Vielleicht waren die Polynesier damals einfach noch nicht entwickelt genug, dass sie den nächsten Zivilisationssprung früh genug geschafft haben, bevor sie sich selber eben umgebracht haben. Die Maya. Aber Diamond betont, dass es nicht unbedingt an der fehlenden Entwicklung einer Gesellschaft liegen muss, dass sie ausstirbt. Beispiel dafür sind eben die Maya.
Die Maya in Mexiko lebten auf dem relativ trockenen, gebirgigen Hochgelände von Yucatan. Ihre entwickelte Zivilisation erreichte nach Jahrhunderten des Wachstums ihre Blüte um 800 bis 900 nach Christus mit mehreren Millionen Einwohnern. Sie bauten Pyramiden, hatten Kalender und Schrift, allerdings auch kein Rad. Vielleicht liegt es ja irgendwie daran. Mit Rädern kann man ja schon ziemlich viel machen, ziemlich viel einsparen auch. Naja. Die Maya-Zivilisation bestand aus sehr vielen kleinen Königreichen, eher Stadtstaaten wie in Griechenland mit etwas umliegendem Land zur Nahrungsversorgung. Und auch hier gab es diesen Teufelskreis von Rodung, zunehmender Bevölkerung und Erosion. Und weil die Maya das Bedürfnis hatten, ihre Gebäude mit extrem dicken Holzschichten zu verputzen, war eben der Raubbau sehr groß an ihren Wäldern. Auch hier wäre es interessant gewesen zu erfahren, wie die Kultur sich weiterentwickelt hätte, wenn jemand etwas erfunden hätte, das dann diese Häuserwände irgendwie effektiver verputzt hätte. Also anstatt Holz irgendein anderes Material, Gips oder so. Ressourcenkriege zwischen den Maya-Reichen spielten dabei auch eine Rolle. Schwache Reiche wurden zu Opfern von großen Reichen, von ihren Nachbarn. Kriege führten zu kurzfristiger Bereicherung. Und in der letzten Phase wurde diese ganze Misere noch verstärkt durch eine lange Dürre. Bei der Ankunft der Spanier Anfang des 16. Jahrhunderts hatten die Maya-Reiche dann nur noch 30.000 Einwohner. Die Wikinger in Grönland. Unter klimatisch ganz anderen, aber ebenfalls sehr prekären Bedingungen siedelten ab etwa 1000 nach Christus die Wikinger in Grönland, wo es damals wärmer war als heute. Die Bevölkerung der Wikinger wuchs und dafür waren eben die Wälder und die Grasflächen auf Dauer nicht ausreichend, denn die Wikinger stachen auch immense Mengen an Rasen für den Häuserbau aus, wie sie es eben aus Skandinavien gewohnt waren. Und es musste sehr viel Heu für die Winterfütterung ihrer Herden und ihres Viehs gewonnen werden. Immer mehr Waldfläche wurde gerodet, Holz wurde als Brennmaterial und zur Beleuchtung verfeuert, statt, wie es die Inuit gemacht haben, Waltran zu benutzen. Fisch war im Überfluss vorhanden, Wale auch, aßen die Wikinger aber offenbar nicht. Und für die Wikinger waren die Inuit Wilde, was eben verhinderte, dass sie von den Inuit gelernt haben und deren Lebensweise, die angepasst war, übernommen haben. Sie scheiterten also, sagt Diamond, am Gefühl ihrer kulturellen Überlegenheit. Beim Zusammenbruch der Wikingerkolonie auf Grönland kamen alle fünf Faktoren zusammen, die Diamond aufzählt. Übermäßige Ausbeutung der Ressourcen, feindliche Beziehungen zu den Inuit und die kleine Eiszeit ab dem 15. Jahrhundert, also da schon der Klimawandel. Die letzten Wikinger schlugen sich, wie man dann bei archäologischen Grabungen herausfinden konnte, gegenseitig die Schädel ein und die allerletzten verhungerten und erfroren. Die Inuit aber leben heute noch in Grönland. Jared Diamond schreibt, die Wikinger verschwanden auf Grönland, aber die Inuit überlebten. Ein Beweis, dass Menschen dort durchaus leben können und dass das Verschwinden der Wikinger nicht unvermeidlich war. Gesellschaften, die überlebten. Aber natürlich gab es auch Gesellschaften, die nicht untergegangen sind. Im Hochland von Neuguinea zum Beispiel leben seit 46.000 Jahren Menschen und seit 7.000 Jahren betreiben sie dort Landwirtschaft. Es gibt dort keinerlei staatliche Strukturen. Die Einwohner dort hatten ihr Waldgebiet intakt gehalten, immer schon, und auch für die landwirtschaftliche Nutzung stabil. Vor langer Zeit haben sie entdeckt, dass eine bestimmte Baumart nützlich ist und sie schützen kann und ihre Felder auch produktiver macht, und haben sie daher gezielt angepflanzt. Und offenbar haben sie auch Methoden, die Bevölkerungszahl konstant zu halten. Enthaltsamkeit, lange Stillzeit, aber auch Abtreibung, Kindsmord und Krieg kommen vor. Diamond schreibt, dass dadurch sogar Klimaveränderungen überstanden worden sind. Ich hoffe mal, dass das jetzt kein globales Modell werden soll. Diamond ist also nicht nur kulturpessimistisch. Er schreibt, zum ersten Mal in der Geschichte droht die Gefahr eines weltweiten Niedergangs. Zum ersten Mal haben wir aber auch die Gelegenheit, schnell aus Entwicklungen zu lernen, die sich irgendwo auf der Welt in anderen Gesellschaften abspielen. Aber auch aus dem, was sich dort irgendwann in der Vergangenheit ereignet hat.
Heute sind die ökologischen Krisenherde, sagt er, weitgehend deckungsgleich mit den politischen. Ein Beispiel für einen Gesellschaftskollaps in unserer Zeit sind die von Völkermorden heimgesuchten Staaten Ruanda und Burundi, die am dichtesten besiedelten Staaten Afrikas. Die in Ruanda herrschende Überbevölkerung führte nach Diamond zu einem übermäßigen Landschaftsverbrauch für die Nahrungsmittelproduktion und dann haben ethnische Spannungen zwischen der viehzüchtenden Bevölkerungsminderheit der Tutsi und der Landwirtschaft betreibenden Bevölkerungsmehrheit der Hutu dazu geführt, dass es langjährige bestialische Bürgerkriege gab und Verfolgungen, vor allem der Tutsi durch die Hutu, schließlich auch der Hutu durch andere Hutu. Und letztlich handelt es sich dabei immer um Verteilungskämpfe, um Ressourcenkriege, weil in einer endlosen Spirale der Gewalt stets die völlig Armen, mehr oder weniger Besitzenden, einfach ermorden, weil es keine starke Rechtsordnung gibt, die das verhindert. Für Diamond heißt das, ein starker Staat, der Recht auf Leben und Eigentumsrechte durchsetzen kann, ist notwendig, um solche Katastrophen abzuwenden. Weitere Voraussetzungen legt das Beispiel China nahe. Dort hat man Nahrungsmittelproduktion und das Bevölkerungswachstum ja mit staatlichem Zwang in den Griff bekommen, sodass der Kollapsfaktor dort nicht mehr so eine große Rolle spielt, nämlich Überbevölkerung. Australien auf der anderen Seite ist mit seiner empfindlichen Umwelt den wachsenden klimatischen Problemen ausgesetzt, hat aber eben keine Überbevölkerung, ist eher noch unterbevölkert. Und langfristig werden, so Diamond, die großen Probleme von verarmenden, überbevölkerten Staaten ausgehen. Das sind Länder in Kollapsgefahr. Und in der globalisierten Welt sind deren Probleme weltweite Probleme. Wenn ein System irgendwo auf der Erde kollabiert, sind die anderen auch direkt mit betroffen. Die großen kulturellen Ursachen für einen Untergang von Kultur sind erstens das Festhalten an Wertvorstellungen, die überkommen sind, auch eben wenn man merkt, dass man damit nichts mehr anfangen kann. Dann zweitens die Nichtbeachtung oder auch die Fehleinschätzung von ökologischen Rahmenbedingungen in einer Gesellschaft. Und drittens das Versagen der Politik oder auch dass die kurzfristigen Prioritäten der Regierenden mit den langfristigen Interessen der Bevölkerung unvereinbar sind. Und viertens, der Untergang durch Abhängigkeit von Handelspartnern oder Handelsrouten, die dann plötzlich ausfallen und versiegen. Es geht allerdings bei Diamond kaum um ideologische Ursachen für den Untergang, wie der Kollektivismus zum Beispiel. Der Kollektivismus führt zu Krieg, zu Bürgerkrieg, zu Unterdrückung und wirtschaftlichen Niedergang, wie bei den Nazis oder in der Sowjetunion. Zu diesem Thema gibt es ein sehr interessantes Buch von Igor Schafarewitsch, Der Todestrieb in der Geschichte, zu dem ich auch mal ein Video gemacht habe. Das könnt ihr hier finden. Was Diamond auch außen vor lässt, wie stark waren Gesellschaften vor dem Untergang gefeit, die ausgeprägte Eigentumsrechte hatten und die eine ausdifferenzierte Marktwirtschaft kannten. Oder andersrum gefragt, wie deutlich ist die Korrelation von fehlenden Eigentumsrechten und einem fehlenden Markt und fehlenden Vertragsfreiheiten des Individuums in einer Gesellschaft zu dem Scheitern dieser Gesellschaft. Man sieht bei Diamond manchmal, wo die Argumentation auch hier hinführen kann. So wie es den Polynesiern auf den Osterinseln oder den Wikingern auf Grönland ging, kann es auch uns gehen, global gesehen, wenn wir die Ressourcenfrage nicht staatlich, am besten weltstaatmäßig zentral geregelt kriegen. Gier und Profit und Prestigestreben der Menschen führen also zu Ausrottung, also müssen sie staatlich eingehegt werden. Auch Überbevölkerung muss zum Beispiel von der UN geregelt werden. Jared Diamond war übrigens Vorstandsmitglied des World Wildlife Fund, nur so als Information. Das Problem dabei ist natürlich, dass auch die staatlichen Einheger Menschen sind, die nicht gerade von Gier und von Profit und Prestige der Reben freizusprechen sind. Und auch
dass eine zentrale Steuerung der Verteilung von Ressourcen, wie sie Diamond befürwortet, auch dass die irgendwie besser sei als die unsichtbare Hand des Marktes mit starken Eigentumsrechten und mit Vertragsfreiheit, ist eine ziemlich gewagte These angesichts des Gangs der Menschheitsgeschichte, vor allem im 20. Jahrhundert. Überall, wo Ressourcen von einer starken zentralen Macht produziert, angesammelt und verteilt werden oder eben nicht verteilt werden, ist das aufs Kläglichste gescheitert. Von Mesopotamien angefangen bis über die Sowjetunion bis zu Venezuela des 21. Jahrhunderts. Und der Analogieschluss von kleinen Gesellschaften der Osterinseln oder Grönlands zu den hochkomplexen Gesellschaften der Gegenwart, global gesehen, ist wohl eher ein bisschen fragwürdig. Die Osterinseln sind klein, abgeschieden, ökologisch sehr empfindlich. Die Kultur war einfacher strukturiert. Die Welt aber ist groß, wenn man den vorhandenen Raum richtig nutzt. Dann ist es auch bis zu einer Überbevölkerung im globalen Maßstab noch sehr lange hin. Man muss eben den Raum richtig nutzen. Und es ist überhaupt die Frage, ob das Narrativ von der Überbevölkerung so haltbar ist und ob es nicht als Mittel genutzt werden kann, die Leben der Menschen und die Reproduktionsrate der Menschen zu steuern, zentral zu steuern und damit zu beherrschen. Zudem sind die regionalen Katastrophen, auch der Verfall von Kulturen, nicht immer insgesamt von Übel auf die lange Zeit gesehen der Weltgeschichte. Sie sind in der Geschichte oft der Preis für generellen Fortschritt gewesen, für die Weiterentwicklung der Spezies. So hat zum Beispiel die Pest im 6. Jahrhundert zwar die Antike zu Grabe getragen, aber den Aufstieg der fränkischen Welt ermöglicht, die eine ganz andere Kultur mitgebracht hat. Vielleicht ist ein Untergang auch manchmal nötig, um für eine neue, bessere Gesellschaft Platz zu schaffen. Also in der Wüste, in der die zerfallenen Zeugnisse von Ozymandias, von seiner einstmaligen Macht stehen, blüht vielleicht irgendwann eine neue Kultur auf. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt tröstet, aber das war es trotzdem für heute auf Kaiser TV. Nächste Woche geht es dann um den Kampf der Kulturen, das berüchtigte Buch von Samuel P. Huntington. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Das Abend dann vor dem Untergang retten könnt ihr per PayPal oder Patreon und kauft mein Buch. Dieses hier, Links zu allem sind in der Beschreibung. Habt einen wundervollen Tag.